Radio Steiermark am Feiertag. Ein ganz herzliches Willkommen aus dem Opernhaus Graz. POSIT 2021 wünscht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Radio Steiermark, Gerhard Hafner. Corona-bedingt hat die Oper Graz derzeit ihre Pforten geschlossen. Nichtsdestotrotz müssen wir auch in dieser Saison nicht auf den Genuss des beliebten Neujahrskonzertes des Hauses verzichten. Live und exklusiv überträgt Radio Steiermark das Neujahrskonzert der Oper Graz 2021 aus dem Prachtbau hier am Kaiser-Josef-Platz in Graz. Für den Start in das dritte Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts haben die Grazer Philharmoniker und ihr Chefdirigent Roland Kluttich das Motto La Dolce Vita, auf Deutsch das süße Leben, gewählt. In den kommenden knapp 2 Stunden erwartet Sie, wertes Publikum, eine akustische Reise in jenes Land, wo frei nach Johann Wolfgang von Goethe bekanntlich die Zitronen blühen, Italien. Sole, mare, amore cantare, bell'Italia war und ist nicht nur ein Sehnsuchtsort, sondern auch eine Inspirationsquelle für zahllose Komponisten. Das spielt sich auch im heutigen Programm wieder, dem stilistisch keine Grenzen gesetzt sind. Von Peter Ilyich Tschaikowski, Capriccios Italien, über verschmitzte Opernmusik à la Giacchino Rossini bis hin zu Filmmusiken von Nino Rota, aus Leinwandklassikern wie La Dolce Vita und Der Pate, ist alles vertreten. Für vokale Italianità sorgt der junge Tenor Piotr Buschewski. Er interpretiert italienische Canzoni, die von der Sonne und dem Wein Neapels erzählen. Über die Bühne geht dies alles natürlich mit dem gebotenen Abstand. Publikum darf heute hier keines im Zuschauerraum der Oper sein. Aber wenn Sie wollen, liebe Radio Steiermark-Hörerinnen und Hörer, können Sie trotzdem ganz nah bei uns sein und das Neujahrskonzert auch kostenlos sehen, und zwar mittels Live-Videostream. 7 HD-Kameras kommen dabei zum Einsatz. Zu finden im Internet unter oper-graz.com. Dort müssen Sie dann nur auf einen Pfeil drücken und schon startet der Videostream. Auf der ORF Steiermark-Webseite steiermark.orf.at finden Sie natürlich auch einen Link. Und dann sehen Sie zum Beispiel, dass die Musikerinnen und Musiker der Grazer Philharmoniker bereits ihre Plätze auf der Bühne eingenommen haben und auch der Dirigent des heutigen Abends, Roland Kluttich, schon am Pult steht. Das erste Stück führt zum Karneval nach Rom. 1879-80 hielt sich der russische Komponist Peter Ilyich Tschaikowski in der italienischen Hauptstadt auf, und in seinem Capriccio Italien hielt er die Volksmusik des Landes fest. Es handelt sich bei diesem Stück aber vielmehr um kosmopolitischen Charakter, denn die Themen sind zwar italienisch inspiriert, umgesetzt wurden sie aber auf russischer Manier. Peter Ilyich Tschaikowski, Capriccio Italien, Opus 45. Roland Kluttich dirigiert die Grazer Philharmoniker. Thank you.
Mit dem Capriccio Italien Opus 45 von Peter Iljitsch Tschaikowski haben die Grazer Philharmoniker den schwungvollen Auftakt zum Neujahrskonzert der Oper Graz 2021 gesetzt. Am Pult der neue Chefdirigent des Orchesters, Roland Kluttich. Ich stehe hier in der Prozeniumsloge der Oper Graz und darf Nora Schmidt, die Intendantin des Hauses, begrüßen. Ein den Sicherheitsabstand wahrendes Küss die Hand der Dame des Hauses. Ein herzliches Dankeschön, dass Sie und Ihr Team auch in diesen bewegten Zeiten das Neujahrskonzert der Oper Graz möglich machen und wir heute Abend bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ja, ich freue mich wirklich unglaublich, dass wir mit dem Neujahrskonzert der Grazer Philharmoniker heute gemeinsam mit Ihnen allen, die uns jetzt von zu Hause aus zuschauen und zuhören, musikalisch ins neue Jahr starten dürfen. Möge dieses Jahr für uns alle ein glückliches, ein Fried und auch freudvolles werden. Merci vielmals, Nora Schmidt. Sie ist die Intendantin der Oper Graz. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, erst später eingeschaltet haben, Sie können das Neujahrskonzert der Oper Graz 2021 auch sehen mittels Video-Livestream unter oper-graz.com und auf der ORF Steiermark-Webseite steiermark.orf.at finden Sie natürlich auch den Link. Und dann könnten Sie sehen, dass Frau Schmidt ein orange-rotes Kleid trägt, in dem sich die breite Farbpalette der italienischen Sonne widerspiegelt. Im Zeichen von Bell'Italia steht schließlich das heutige Neujahrskonzert. Frau Schmidt, initialita gefragt, was verbinden Sie mit dem Motto des heutigen Abends, La Dolce Vita? Ja, ich verbinde damit eine Sehnsucht nach Unbeschwertheit, nach Leichtigkeit. Ich verbinde damit aber auch eine Fröhlichkeit gepaart mit einer Prise Melancholie und dann natürlich eine Eleganz und Wärme. Wir entführen heute auf eine Reise, wie Sie gesagt haben, nach Bella Italia. Wir sind in Rom gestartet. Stationen führen uns nach Venedig, nach Rimini, nach Napoli. Wir fahren der Amalfiküste entlang nach Sizilien. Und wie könnte es anders sein? Wir enden wieder in der ewigen Stadt. Also starten wir doch gemeinsam mit einem musikalischen Feel-Good-Movie in dieses neue Jahr. Weil Sie sagen Feel-Good-Movie, ich nehme an, dass für Sie, Nora Schmidt, das vor wenigen Stunden zu Ende gegangene Jahr 2020 wohl das herausforderndste in Ihrer bisherigen Karriere war. Sie tragen Verantwortung für Hunderte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie schafft man es, während eines derart langen Ausnahmezustandes immer einen klaren Kopf zu bewahren? Ja, ich denke, es sind für alle sehr herausfordernde Zeiten, zum Teil auch schmerzliche Zeiten. Aber ich habe das Glück, auf wunderbare Künstlerinnen und Künstler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen dieses Opernhauses bauen und vertrauen zu können. Und wenn wir uns gemeinsam auf das konzentrieren, was im Moment möglich ist, dann gelingt es auch, einen klaren Kopf zu bewahren. Und so können wir auch schöne Projekte realisieren wie das heutige Neujahrskonzert. In den vergangenen Monaten haben wir die direkte Begegnung mit Musik im Rahmen von Konzerten, Opern und Ballettaufführungen schmerzlich vermisst. Und ich glaube, es wird für uns alle ein Geschenk sein, wenn der inspirierende Besuch hier im Opernhaus Graz abermals möglich sein wird. Denn die Musik lebt weiter, allen Widrigkeiten zum Trotz. Dem ist doch so, Frau Schmidt. Ja, ganz gewiss ist dem so. Und wenn ich daran denke, dass ich in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten so viele sehr herzliche, aufmunternde und schöne Zuschriften von unseren Besucherinnen und Besuchern bekommen habe, so ist das ein Rückhalt, der motiviert. Dafür möchte ich heute auch Danke sagen, denn vielleicht schauen und hören auch einige von Ihnen zu. Und das motiviert uns weiterzumachen, um dann bereit zu sein, wenn sich der Vorhang wieder öffnet, das Publikum wieder im Saal Platz nehmen darf und wir wieder Musik und Theater spielen können. Stichwort bereit sein. Positiv wollen wir in die Zukunft blicken und hoffen, dass sich bald die Tore hier in der Oper Graz wieder öffnen. Für morgen und übermorgen in 3 Wochen sind 2 Premieren angekündigt. Am Samstag, dem 23. Jänner, Beatrix Smetanas Verkaufte Braut und am Sonntag, dem 24. Jänner, Giacomo Puccinis Madame Butterfly. Gleich 2 Premieren innerhalb von 24 Stunden. Das ist doch eine künstlerische und logistische Herausforderung. Ja, das ist es. Unsere Arbeit, unsere Planungen sind in diesen vergangenen Monaten noch komplexer geworden. Und uns allen wird sehr viel Flexibilität abverlangt, um auf die immer wieder neuen Gegebenheiten reagieren zu können. Aber ich glaube, wir haben einen klaren kulturpolitischen Auftrag, nämlich für unser Publikum zu spielen. Und wenn wir das wieder dürfen, dann tun wir das auch. Denn ich weiß, für viele Menschen ist
Musik ist Theater, das sind wahre Lebenselixiere. Und für genau all jene möchten wir diese Vorstellungen im Jänner spielen, damit man sich wieder von unterschiedlichen Klängen und Geschichten berühren lassen kann und auch die Chance hat, einmal in so ganz andere Gedanken- und Bilderwelten einzutauchen. Dann darf ich Ihnen, Nora Schmidt, und Ihrem Team toi 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 für dieses bevorstehende Premierenwochenende am 23. und 24. Jänner wünschen. Informationen zu den beiden Produktionen, Die verkaufte Braut und Madame Butterfly, finden Sie unter anderem auf der Webseite der Oper Graz. Hier auf der Bühne des Hauses hat inzwischen ein kleiner Umbau stattgefunden. Zwei Pulte sind vor dem Orchester platziert und dort stehen bereits die Flötistin Vanessa Latzko und der Oboist Carmen Nikolov. Die beiden sind Mitglieder der Grazer Philharmoniker und werden jetzt mit ihren Orchesterkolleginnen und Kollegen Jules de Mersemans Duo Brillant für Flöte, Oboe und Orchester über Motive aus der Oper Wilhelm Tell von Gioachino Rossini interpretieren. Bitte sehr. Thank you.
Die letzte Oper von Gioachino Rossini, uraufgeführt 1829 in Paris. Und aus Motiven dieses Werkes hat der franco-belgische Komponist Jules de Mersemann das eben gehörte Duo Brillant für Flöte, Oboe und Orchester zusammengestellt. Die Soloflötistin der Grazer Philharmoniker Vanessa Latzko und Carmen Nikolov, seines Zeichens Solo-Oboist dieses Klangkörpers, waren die beiden Solisten. Roland Klutig hat die Grazer Philharmoniker dirigiert. Glutvoll gezeichnete Charaktere, spektakuläre Schauplätze, blutige Intrigen und aufopfernde Liebe. An spannungsvollen Momenten mangelt es der 1876 an der Meile in der Scala uraufgeführten Oper La Gioconda von Amilcare Bonchielli wirklich nicht. Die Handlung spielt in Venedig des 17. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht eine Straßensängerin, die sich an Anspielung auf das berühmte Gemälde der Mona Lisa La Gioconda nennt und den verbannten Edelmann Enzo lieb, der seinerseits ein Auge auf Laura geworfen hat, die Ehefrau des venezianischen Inquisitors. Insgesamt herrscht in diesem mitreißenden Opernkrimi ein leidenschaftlicher Ton vor, kontrastiert durch sanfte Melodien wie etwa dem gleichzuhörenden Tanz der Stunden. Dabei handelt es sich um eine allegorische Ballettmusik, die rasch Wunschkonzertpopularität erreichte. Im dritten Akt, der Gioconda, wird ein großes Fest veranstaltet und der Tanz der Stunden wird zum Amüsement der Gäste aufgeführt. Die Idee dazu stammt vom Librettisten der Oper, Arrigo Boito, der von der Idee ausging, dass sich 12 Tänzer im Kreis bewegen, quasi die 12 Stunden verkörpern und dazu 2 Tänzer in der Mitte, die den Stunden- und Minutenzeiger symbolisieren. Große Bekanntheit erlangte der Tanz der Stunden auch durch seinen Einzug in die Kinos als Soundtrack in Fantasia, dem Zeichentrickklassiker von Walt Disney. Wir hören Amilcare Bonchiellis Danza delle Ore, jetzt interpretiert von den Grazer Philharmonikern. Thank you.
Unter der Leitung ihres Chefdirigenten Roland Kluttig spielten die Grazer Philharmoniker den sogenannten Tanz der Stunden aus der Oper La Gioconda von Amilcare Bonchielli. Ein Kompositionsschüler Bonchiellis war Pietro Mascagni, der mit seinem Operneinakter Cavalleria Rusticana einen der größten Erfolge der Musikgeschichte landete. Dieses anno 1890 uraufgeführte sizilianische Osterdrama vereint alle Zutaten des sogenannten Verismo, eine Geschichte aus der aktuellen Gegenwart, sozialproblematische Verhältnisse, ein großes Drama aus Verratern und enttäuschter Liebe und schließlich das denkbar grausamste Ende für alle Beteiligten. Das Intermezzo Sinfonico ist die scheinbar idyllische Atempause, bevor das Unheil seinen Lauf nimmt, indem Santuzza aus Eifersucht dem Kutscher Alfio verrät, dass dessen Frau Lola ein Verhältnis mit dem jungen Soldaten Durido hat, in den wiederum Santuzza unglücklich verliebt ist. In sehnsuchtsvoller Schönheit malt das Intermezzo das Wahnbild einer erfüllten Liebe, während in Wirklichkeit Alfio seinen Nebenbuhler Durido ermordet. Wie es sich für ein Intermezzo, also ein Zwischenspiel, gehört, wird Pietro Mascagnis instrumentaler Schlager beim Neujahrskonzert der Oper Graz 2021 von zwei neapolitanischen Canzoni umrahmt. Jetzt gleich hören wir O Paese do Solo von Vincenzo Danibale und später Musica Proibita von Stanislao Gastaldo. Es singt Piotr Buschewski, akkompaniert wird der junge Tenor von den Grazer Philharmonikern. Da bleibt mir nur zu sagen, che felicità! Tanto a lei, ma quasi quasi me mettesse occhi ognere questa felicità. Ma vero non è vero, ho soffriato l'acqua, ma vero posto qua, o treno se va ancora in castazione. Parole sono tuo cielo.
sera di sotto il mio balcone sento cantar una canzon d'amore. Più volte la ripete un bel garzone e battere mi sento, corre il cuore e battere mi sento. Piotr Buszewski war das mit der Canzone Musica Proibita von Stanislao Gastaldo. Außerdem hat der Tenor O Paese do Sole von Vincenzo Danibale interpretiert und zwischen diesen beiden Canzoni erklang das Intermezzo aus der Oper Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni. Gespielt haben die Grazer Philharmoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Roland Kluttich. Sie hören das Neujahrskonzert der Grazer Philharmoniker. Live und exklusiv überträgt Radio Steiermark diesen Abend aus dem heimischen Opernhaus, der ohne Publikum und unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen über die Bühne geht. Falls Sie erst später eingeschaltet haben, noch einmal der Hinweis, Sie können diesen bestimmt außergewöhnlichen Abend auch sehen. Es gibt einen Video-Livestream auf der Webseite oper-graz.com und auf der ORF Steiermark-Webseite. Inzwischen bin ich von der Proszeniumsloge im ersten Rang hinunter auf die Bühne gegangen und stehe nun natürlich mit gebotenem Abstand neben dem Dirigenten des heutigen Neujahrskonzertes 2021, Roland Kluttich. Schönen Abend. Schönen guten Abend. Maestro Kluttich, seit Beginn dieser Saison zeichnen Sie als Chefdirigent der Grazer Philharmoniker und der Oper Graz künstlerisch verantwortlich. Die ersten Monate in diesen neuen Funktionen haben Sie sich bestimmt anders vorgestellt. Bei Vertragsunterzeichnung tatsächlich. Aber spätestens seit diesem Frühjahr wusste ich, das wird nicht normal gehen und es wird ein von Woche zu Woche entscheiden sein. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir im September und Oktober ein so fabelhaftes Programm hier dem Publikum präsentieren konnten, was das Publikum auch angenommen hat, mit den Abständen natürlich, das halbe Haus war besetzt. Das ging nur aufgrund einer, ich muss es sagen, strategischen Meisterleistung des Leitungsteams dieses Hauses. Also ich verneige mich da, das ist unglaublich. Und das geht auch nur, wenn Sie Künstler wie die Grazer Philharmoniker an Ihrer Seite haben, die einfach mal so ein paar Wochen
nicht spielen, wie es jetzt im November passiert ist, und dann kurz vor Weihnachten, wo man eigentlich sich zur Ruhe setzt, aufdrehen und so ein Programm hier in dieser Qualität anbieten können. Dafür sind wir alle äußerst dankbar. So ist es. Vom Publikum und Presse gleichermaßen gefeiert wurde Ihr Dirigat von Mieczysław Weinberg, Auschwitz-Oper Die Passagierin, mit der die Opernsaison 2020-21 im vergangenen September eingeläutet wurde. In 3 Wochen dirigieren Sie Beatrix Metternas Die verkaufte Braut und im März Den fliegenden Holländer von Richard Wagner. Beim heutigen Neujahrskonzert, es steht unter dem Motto La Dolce Vita, bewegen Sie sich musikalisch in ganz anderen Gefilden. Was verbinden eigentlich Sie mit Italien und speziell mit seiner Musik? Italien ist nicht zu Unrecht das Geburtsland der Oper, das Heimatland der Oper. Ich glaube, das ist sehr auf die Sprache zurückzuführen. Keine Sprache singt sich so schön wie Italienisch. Es hat die klarsten Vokale. Das ist, glaube ich, der Urpunkt. Und dann ist, wenn man jetzt so ein bisschen national unterscheiden will, Italienisch, Deutsch, Französisch, das wurde ja auch schon immer gemacht, spätestens im Barock. Das Besondere am Italienischen ist die Kraft der Melodie, die Kunst der Melodie, die Kunst, einen Bogen, einen einfachen Bogen zu schlagen. Und das ist etwas, was man in Italien, finde ich, eben nicht nur in der Musik findet, sondern auch, was weiß ich, wenn Sie in irgendeiner schönen Landschaft, toskanischen Landschaft laufen und dann dort bestimmte Renaissancehäuser oder auch, seien es auch nur einfache Bauernhäuser, wie die in die Landschaft platziert sind, man hat das Gefühl, es war immer ein Künstler am Werk. Und sozusagen diese Kunst der Kunst der Linie, die Kunst der Melodie, das ist für mich Italien. Gleich werden wir einige Preziosen aus dem Schaffen von Nino Rota hören, der Musik zu Leinwandklassikern wie Der Bate oder La Dolce Vita kombiniert hat. Heute ist dieser 1911 in Mailand geborene Komponist primär für seine Filmmusiken berühmt, was viele nicht wissen. Er hat auch Opern, Symphonien und Kammermusik geschrieben. Roland Kluttig, wie kann man das umfangreiche Oeuvre von Nino Rota charakterisieren? Im Grunde genommen genau durch das, was ich eben genannt habe. Einerseits die Kunst der Melodie, dann ein Skizzieren oft nur, also kein komplizierter struktureller Aufbau, wie wir es von deutscher Musik kennen, sondern eine Kunst des Skizzierens. Ein paar Töne, ein paar Farben genügen. Und das haben sie in seinen Opern. Wir werden nachher einen Ausschnitt aus der leider nie zu hörenden Oper La Notte di un Nefrastenico, die Nacht eines Neurasthenikers, hören. Wenn dort der Schlagzeuger und das Saxophon anfangen, es passiert im Grunde genommen nichts. Die Zeit steht still. Diese paar Tupfer zeigen im Grunde alles. Und das Gleiche zeichnet seine Filmmusik aus. Wenn die Trompete im Paten anfängt zu spielen, wissen Sie, wo Sie sind. Ja? Und er braucht überhaupt nicht das pompöse Hollywood-Getöse, sondern es ist die Kunst der Andeutung. Dann sage ich danke Roland Kluttig. Er ist der Chefdirigent der Grazer Philharmoniker. Und ich darf Sie wieder ans Pult Ihrer Musikerinnen und Musiker bitten. Denn gleich hören wir den Walzer aus dem Film Der Pate. Anschließend singt Piotr Buscheschi die Arie, wie von Ihnen erkundigt, Albergo di prima categoria aus der Oper La Notte di un Nevrastenico. Danach erklingt das Liebesthema aus dem Film Der Pate. Und den Schlusspunkt zu diesem Musikblock setzt das Thema aus dem Film Amarcord. All diese Melodien stammen aus der Feder von Nino Rota. Thank you.
tango di prima categoria. 200 camere, compagno e doccia, 10.000 al giorno e più. E tu ti credi di essere solo, ma il vicino lì che sente non puoi nemmeno fiatare. Scarpa. Forse mi è andata bene. L'insonne dorme sodo. Non è vero. Ho sognato un rumore. L'altra scarpa, questa la posa con delicatezza. Ma che delizia, o per dormire. Thank you.
Ein klingendes Bouquet aus Melodien von Nino Rota, überreicht vom Tenor Piotr Buschewski und den Grazer Philharmonikern unter Roland Kluttich. Wie auch Nino Rota, so ist der Name Carlo Innocenzi vornehmlich mit dem Film verbunden. Von 1933 bis zu seinem Tode im Jahr 1962 schrieb dieser italienische Komponist mehr als 150 Filmmusiken, verfasste aber auch Lieder. In der gleich zu hörenden Canzone Addio Sogni di Gloria wird das schmerzliche Abschiednehmen von den Jugendträumen besungen, das mit dem Erwachsenwerden einhergeht. Und daran anschließend erklingt zum Finale des Neujahrskonzertes der Oper Graz 2021 Nino Rotas Suite aus dem Film La Dolce Vita. Dieser Streifen von Federico Fellini aus dem Jahr 1960 erzählt vom römischen Sensationsreporter Marcello Rubini, dargestellt von Marcello Mastroianni, der den Geheimnissen der römischen High Society in den 1960er Jahren auf der Spur ist. Seinen Platz in den Annalen der Filmgeschichte sicherte sich La Dolce Vita unter anderem durch jene Szene, in der Anita Ekberg durch den Trevi-Brunnen wandelt und dabei pure Sinnlichkeit verströmt. Aber bevor wir dem Dolce Vita musikalisch Reverenz erweisen, erfreut uns, wie erwähnt, noch einmal der Tenor Piotr Buschewski mit seiner samtglänzenden Stimme. Ragazzi felici avevamo la scuola, con la cartella tracolla ed in tasca la mela. Per il futuro avevamo un vestito di gala, quante speranze di gloria, di celebrità. Ma inesorabile tempo tracciava il cammino. Scacciare ma in vano la monotonia. Gloria.
in der Hoffnung, Sie als bald möglich wieder hier in der wunderschönen Grazer Oper begrüßen zu dürfen, wünschen die Grazer Philharmoniker und ich Ihnen Prosit, Neujahr! Das war das Neujahrskonzert der Oper Graz 2021. Live und exklusiv hat Radio Steiermark diesen Abend aus dem Opernhaus am Kaiser-Josef-Platz übertragen. Unter dem Motto La Dolce Vita sorgten in den vergangenen knapp 2 Stunden die Grazer Philharmoniker unter ihrem Chefdirigenten Roland Klutich und der Tenor Piotr Buschewski für Italien-Feeling. Aus den Reihen des Orchesters waren als Solistin die Flötistin Vanessa Latzko und der Oboist Carmen Nikolov zu hören. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Oper Graz, die hinter den Kulissen diesen Abend ermöglicht haben, sowie Roland Renner und seinem Team für das Live-Video-Streaming. Für den ORF Steiermark zeichneten Christian Michel als Tonmeister, Franz Josef Kersting als Musikaufnahmeleiter und Daniel Gärtner für die technische Abwicklung im Funkhaus des ORF Landesstudio Steiermark verantwortlich. Mein Name ist Gerhard Hafner und ich durfte Sie, wertes Radio- und Video-Livestreaming-Publikum, durch dieses Neujahrskonzert begleiten. Von den Zuseherinnen und Zusehern, die via Streaming diesen Abend mitverfolgt haben, verabschiede ich mich an dieser Stelle und wünsche noch angenehme verbleibende Stunden an diesem ersten Tag des Jahres 2021. Auf Radio Steiermark.